Hallo Freunde, heute geht es wieder um den Ferrex 40 Volt Akkurasenmäher von Aldi. Und zwar stelle ich mir die Frage, was muss man jetzt tun, nachdem ja, die Saison quasi vorbei ist und wir den, ja, ich denke mal, dieses Jahr nicht mehr benötigen. Das heißt, ich werde wahrscheinlich noch einmal den Rasen mähen, wenn überhaupt, und dann ist es vorbei. Dann denke ich mal, brauchen wir das Ganze wieder im Frühjahr. Und was sollten wir jetzt machen, um das Gerät quasi ja, ordentlich und gepflegt einzulagern? So, schauen wir mal einmal, was zu tun ist. Erstmal würde ich sagen, schauen wir einmal darunter. Und wie man deutlich sehen kann, hat sich da doch eine ganze Menge Dreck angesammelt. Ich zoome einmal ran. Es ist deutlich zu sehen, dass in den ganzen Jahr hat sich eine ganze Menge von ja, Grasreste, Erdreste und was auch immer angesammelt. Und das sollte man als erstes abmachen. Ja, am einfachsten ist es, wenn wir einfach den Schlüssel nehmen, der sowieso beigelegt ist, und einmal das Messer abnehmen. Bevor wir das Messer abnehmen, aber auf jeden Fall sollten wir sicher sein, dass alles aus ist. Am besten den Akku rausnehmen, dann sollte es kein Problem geben. So. Wenn einmal das Messer ab ist, ich habe hier so eine Bürste, um ein Grill sauber zu machen. Die ist, glaube ich, schon recht gut dafür geeignet, weil sie schon viele Stellen hat, um sowas sauber zu machen. Ich würde damit erstmal grobe Zeug einmal abmachen. Ja. Also ich denke, man sieht ganz deutlich, es hat sich schon einiges eingelagert hier. Das ist einfach ja, einmal ab muss. Ne? So, das ist schon eine wichtige Menge. Wie gesagt, was gut ist, um den Grill sauber zu machen, ist auch gut genug, um den Rasenmäher sauber zu machen. Das ist jetzt auch von Duro, von Aldi. Das geht schon mal recht gut. So. Also ich bin jetzt auch kein Mensch, der jetzt übertreibt und das Ganze auch. Ich möchte jetzt auch diese Oberfläche nicht irgendwie mit Spuren versehen. Sag mal, je mehr Kratzer drin sind, umso leichter bleibt alles haften. Und umso mehr Probleme bekommt man nächstes Jahr, wenn man das Ganze wieder benutzt. Ne? Aber wie man deutlich sehen kann, das ist schon ordentlich, was hier so hängen geblieben ist. Schon nicht schlecht. So. Im nächsten Schritt würde ich das Ganze einmal sauber pusten. So, um die Reste sauber zu machen, nutzen wir am besten den Kompressor. Einmal kurz alles ausblasen. Ich denke mal, weil er keinen Kompressor hat, müsste das dann irgendwie mit Handfeger oder so immer sauber machen. Aber dann sieht das Ganze auch recht ordentlich aus. Damit können wir auch ins nächste Jahr starten. So, als nächstes sollten wir uns das Messer ansehen. Der eine oder andere wird feststellen, okay, da habe ich einen Stein erwischt. Ja. Also das kann man jetzt, wenn jemand einen Schleifbock zu Hause hat, mit einem Schleifbock erledigen, das heißt einmal drüber schleifen. Und wer keinen Schleifbock hat, wird eine Feile nutzen müssen, um diese unschönen Macken einmal sauber zu machen, damit nächstes Jahr wieder auch ordentlich gemäht werden kann, ohne dass da irgendwie ja, der Schnitt einfach nur
abgerissen wird, sag ich jetzt mal, ne? Also ich gehe jetzt gleich kurz mit dem Schleifbock drüber. Weiß, das Licht ist ein Häuschen bescheiden. Weiß, das muss eigentlich fest sein. Aber damit kann ich recht simpel und schnell. Letzten Stellen des Messers sauber bügeln, damit wir nächstes Jahr wirklich ohne Probleme wieder starten können. So. Ich weiß, ich mache jetzt wieder Werbung, aber ich bin eigentlich davon recht begeistert. Auch der Firma Duro, vielleicht jetzt FedEx von Aldi, läuft wunderbar. Wir können hier nass schleifen sogar. Das heißt, wenn ich hier Wasser nachfüllen würde, könnte man damit auch nass schleifen. Es ist wasserdicht. Und davon können wir auch nochmal mit Auflage schleifen. Das ist auch gut. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was das gekostet hat, aber auf jeden Fall eine feine Sache, wenn man zwischendurch etwas anschleifen möchte. Ja, viel mehr würde ich auch nicht machen. Einmal hier alles komplett sauber machen, das Messer wieder anschleifen und wieder dran schrauben. Dann sollte das Thema eigentlich auch im Großen und Ganzen erledigt sein. Durch den Stoff-Pfannkorb haben wir den riesen Vorteil, dass das Ganze auch relativ glatt spannt weggeräumt werden kann, ohne dass wir es komplett aufeinander rein müssen. So, ich zoome mal ein Stück weiter nach hinten. Ja. Damit man das Ganze vielleicht im Ganzen sehen kann. Also vorne den Griff habe ich jetzt einfach etwas losgeschraubt und abgeknickt. Ich wollte das jetzt nicht komplett abschrauben. Den Pfannkopf werde ich jetzt einfach mal so dazulegen und dann ist das Ding relativ gut weggeräumt, ohne dass es jetzt zu viel Platz verbraucht. Ja, Akku ist ein anderes Thema, weil den Akku nutze ich tatsächlich auch noch für andere Geräte. Da gehen wir später nochmal drauf ein. Aber ich denke, im Großen und Ganzen war es das. Einmal sauber machen, einmal das Messer wieder glatt schleifen, damit wir schön schneiden können. Und dann kann der Rasenmäher weg. Ja, Freunde, von meiner Seite war es das. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin.